Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. Ja, heute mal wieder mit der guten Tonqualität, also gut in Anführungszeichen natürlich. Es tut mir echt leid, da gab es halt irgendwie, weiß nicht, irgendwie hat sich Audacity da zurückgestellt mit der mit dem Mikrofonaufnahmeding. Und das muss natürlich passieren, wenn ich einmal eine lange Aufnahmesession mache, also relativ lang für mich gesehen. Naja, wenn dann schon richtig, ne? Aber egal, wir legen jetzt hier los. Die Polizeiangelegenheiten machen wir jetzt doch mit der Corvette weiter. War ja so der Plan, ne? Ist auch schon lange sie auf Stufe 2 runter von Stufe 5, ist nicht schlecht, ne? Ging doch ziemlich fix. Und das Kopfgeld haben wir zwar schon alles geschafft, aber die Meilensteine noch nicht und wir wollen sowieso alle haben. Also fahren wir wie üblich damit an. 225 waren es, glaube ich, gerade. Ja. Cross. Na lade, das lädt wahrscheinlich jetzt so lange, weil ich längere Zeit nicht mehr gespielt habe. Ah, naja. So ist es halt. Oh, da ist es ja schon. Fast verpeilt. Aber geschafft haben wir es trotzdem. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal wieder, schätze ich, hier reinkommen. Oh Mensch, was ist denn mit meiner Stimme los? Voll schlimm und so. Na egal, also. Wir haben das geschafft. 255. Das ist das nächste. Ich gucke jetzt immer so, schiele ich die ganze Zeit rüber zu Audacity. Guck, wie so, naja, das alles so aussieht, aber es sieht auf jeden Fall nicht mehr so schlimm aus wie letztes Mal. Kein Wunder, dass das alles so komisch aussah und ich mich so gewundert habe, ey. Wurde ich mal fett getrollt, ne? Das war knapp. Durch den Sprung hätte ich es fast noch verkackt. Ich wollte es eigentlich erst ohne Nitro schaffen, aber es hat ja dann doch nicht geklappt, nein. So, ein Rennen haben wir noch. Also ein Dingsens, danach machen wir. Oh. Ist jetzt hier um weniger, schon wieder weniger als 2 Minuten. Mal gucken, nehmen wir vielleicht den Lamborghini für, wenn der wieder 0 hat, Fahndungsstufe. Müssen wir mal gucken. Hui, so. Auf jeden Fall zeichne ich hier kurz, wie viel hier sein müssen. Ich glaube sogar vielleicht noch etwas mehr. Könnte es mit etwas Pech sein. Einfach Vollstoff, wie immer. Oder wie meistens. Ja, mit 300. Irgendwas sollte es ja reichen. Tut es auch. Ey, allein schon für diese Dinger kriegt man 94.000 Kopfgeld, ey. Echt ein bisschen heftig. So ein bisschen dolle, ne? Wie viel war es denn bei der letzten? 285, ja gut. So, 8 Minuten, na gut. Also, wir werden jetzt noch das schnell mit den 2 Minuten machen. Sollte ja theoretisch schnell gehen, weil es ja 2 Minuten sind. Ahaha. Dem Gallardo sollte das. Ja, der ist wieder ganz runter. Deshalb nehmen wir den einfach mal. Um das andere kümmern wir uns dann mit der Corvette. Gut. Das wollte ich erreichen. Ach, der ist schwarz. Der sieht für mich eher grau aus, aber naja. Könnte auch das Vinyl sein. Naja. Also für die Flottenverfolgungsjagden ist der mal zuständig. Hatten wir schon wieder nur 12 Sekunden. Jawollo. So muss es doch sein. So, jetzt nehmen wir uns die Corvette. Und gucken, welche Rennen mal ein bisschen hoch sind. Wahrscheinlich haben wir wieder ein paar mehr Rennen hier. Ja, es wird noch langsam mehr. Minimal, maximal. Das auch. Nur zwei Maximale, wie ich sehe. Ich muss gerade gucken. Ich bin nämlich fast der Meinung, dass es hier auch so einen Scheiß gab wie bei JV. Aber doch nicht, Glück gehabt. Gut. Also wir hatten zwei Maximale, das waren die beide. Nochmal gucken, ja. Nehmen wir den zuerst. Und dann, ja. Mal gucken. Mal gucken. Venom. Speedstar. Ich reg mich jetzt wieder auf über die längeren Namen. Und das unfair. Unfair. Ah, kann nicht sein. Oh, da vorne ist das Ding ja schon. Ich
fast verpeilt. Ich bin gerade wieder sowieso übel verpeilt. Wow, das war schlecht. Das war extrem schlecht. Finde ich aber auch scheiße, um eine Kurve kommen. Naja, wenn ich jetzt den Rest gut mache, dann klappt's noch. Wenn ich dann nicht, bleiben wir wieder der Tradition treu bleiben. Dass das erste Rennen verkackt wird. Sieht momentan danach aus, weil ich gerade gar nicht konzentriert bin. Ja toll, natürlich genau, wo ich gegen die Wand klatsche. So wie immer halt. Aber es geht noch. Ich glaube, im Allgemeinen habe ich da schon wenigstens ein bisschen was rausgeholt. Naja, das war jetzt nicht so pralle. Aber wie gesagt, ich muss mich wahrscheinlich sowieso wieder einfahren. Ziemlicher Sicherheit. Ist auch die Polizei, verdammt. Eine Verarsche. Ja. Kann ja nicht sein. Boah, scheiße, jetzt habe ich das Ding voll verpeilt. Hab ich das richtig verrissen. Müssen wir nur gucken, ob wir genug Vorsprung rauskriegen. Dann ist das jetzt auch nicht so schlimm, weil wegen Minus und so. Ah, 50 km/h, ey, scheiße. Ich bin gerade echt sowas von neben der Spur, sag ich mal. Sag ich, wo ich gerade über irgendwas drüber fahre. Nein, aber jetzt im Ernst. Oh. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal nicht mehr letzter. Wow, der hat 100 km/h Vorsprung. Das ist natürlich negativ. Aber ich komme gerade irgendwie nicht so richtig rein, habe ich so das Gefühl. So, hier zum Beispiel, das war voll die Farsche. Ja, das war klar, dass ich da wieder... Oh, scheiße. Ziemlicher Sicherheit werde ich verlieren, aber... Ach, nee, wir sind erst bei 46%, ja. So, dass die Polizei mir jetzt nicht in die Quere kommt. Hier wenigstens ein bisschen Geschwindigkeit rausholen kann. Hoffe ich mal. Naja, also... Das Gelbe vom Ei ist es jetzt nicht gerade. Es reicht ja so gerade mal eigentlich, um Erster zu sein. Oh, es geht eigentlich. Damit hätte ich in sich gerechnet, dass sie da so ablosen. Vielleicht, dass sie da schlechter sind, aber... Na gut, der Erste natürlich nicht. Das war eigentlich zu erwarten. Ah ja, was soll's. Mal gucken, also wenn wir jetzt halt mit genug Vorsprung ins Ziel kommen, dann ist das auch nicht so das Thema, hoffe ich. Einfach mal. Wie es aussieht, haben wir wenigstens ein bisschen Vorsprung. Von der Geschwindigkeit leider kein bisschen. Zumindest zum Ersten nicht. Das zieht aber ganz schön ab, aber ich meine auch im Gegensatz zu den anderen. Bisschen heftig. Wird uns das jetzt hier auch nicht so viel bringen. Das war jetzt auch nicht so gut, aber naja. Bin gerade leider etwas leiser, weil ich mich echt ein bisschen auf das Spiel konzentrieren muss. Tut mir leid, Leute. Jetzt kommt es nämlich auf den nach vorne an. Wenn ich den nicht allzu sehr verkacke, reicht auch ein kleiner Vorsprung fürs Ziel aus. Wie es aussieht. Nein, jetzt, ich bin gerade echt nicht so gesprächig. Wow. Oh ja, das ging noch. Das war doch mehr als in Ordnung. Da könnten die vielleicht etwas verkacken, also... Mit etwas Glück habe ich hier doch noch gewonnen. Ja. Ist egal, wie viel die hatten. Ich habe einfach gewonnen, das reicht mir. So, was haben wir hier? 600.000 Kopfgeld? Ja, gut, das ist ja eben nicht das Problem, wie wir letztes Mal schon gesehen haben. Aber ich sollte vielleicht doch eben versuchen, jetzt zu entkommen. Weil ich ja noch ein zweites Rennen mit maximal habe. Ihr kennt das ja. Ich habe schon öfter verzapft den Scheiß. Das Glück schaffe ich es auch. Wenn jetzt da unten keiner steht. Warum sollte auch einer stehen, aber... Oh, gut. Mann, jetzt geh doch hier rein. Geh doch. Was das sollte? Ja, egal. So, wir haben noch ein Maximalrennen. Das war das hier, genau. So. Wir haben das erste Rennen nicht verloren, auch wenn es anfangs ziemlich schlecht aussah. Na, wie gesagt, einfahren und was nicht alles. Ihr kennt das ja, ihr kennt das ja, aber... Jetzt geht's erstmal hier voll ab. Danach wird voll die Polizei-Action sein. Nehme ich an.
Skinny Man, Static X. Started War. Ne, Started War? Keine Ahnung. Mir egal, ich will fahren. Das ist jetzt echt komisch, ich meine, wenn ich... ich hatte ja schon eigentlich öfter so längere Spielpausen quasi. Aber wenn ich dann zwischendurch auch kein Minecraft gespielt habe, dann war das irgendwie nicht so schlimm. Aber jetzt habe ich mal wieder in meiner Singleplayer-Welt, also in meiner Let's Show-Welt, doch eine ganz schöne Menge getan, muss ich sagen. Und jetzt ist das alles so ungewohnt, weil bei Minecraft, da gehst du halt alles immer ruhiger an. Da ist alles so ruhig, keine hektischen Bewegungen unbedingt. Und auch nicht so ein Scheiß hier. Aber ich habe es auch geschafft. Aber ich meine, hier ist ja... hier ist schon ein ziemlicher Gegensatz dazu. Naja. Ist immer voll komisch so, quasi. Aber naja. Was soll's, was soll's. Wir schlagen uns hier einfach durch. Und hoffen, dass es gut wird. Und hoffen vor allem, dass die Polizei uns nicht erwischt. Also, dass sie uns sieht, aber uns nicht erwischt. Weil da erinnere ich mich noch, letztes Mal gab es ja schon einige knappe Sachen, wo dann die Verstärkung ankam und so. Ich muss sagen, irgendwie liegt meine Tastatur gerade auch nicht so gut. Muss ich gleich nochmal ein bisschen umlegen nach dem Rennen. Ich habe gerade nicht so das perfekte Umgebungsfeld hier, was auch immer. Ja, und schon kommt die Polizeimucke. Uiuiui. Ja, definitiv Code 6. Das finde ich ist trotzdem voll die Verarsche. Ich meine, die Bullen könnten mich theoretisch natürlich nur im Rennen fangen. Der Sachschaden geht hoch. Aber ich kriege erstens keine Verfolgungsdauer dazu. Und auch kein Kopfgeld. Was, ja, voll die Verarsche ist. Ich meine, auch wenn hier allgemein dann die Fahndungsstufe langsamer steigt und so. Dann soll das von mir aus auch langsamer steigen und die Zeit dann durch, keine Ahnung, 4 genommen werden oder so. Oder aber es steigt gar nicht und die können mich auch nicht schnappen, was weiß ich. Es ist voll nicht zusammenhängend. Voll komisch und so. Und irgendwie hat das gerade wieder so ein paar Hängerchen. Wir haben ihn, ja, ja. Es ist mir egal. da sind wir schon bei der nächsten Mautstelle. Boah, ich fahre gerade wieder extrem schlecht, muss ich sagen. Aber naja, was will man auch erwarten, ne? Ich mit meinem Megatalent und sowas nicht alles. Weißt ja Bescheid. Wow. Ah. Fahre. Fahre. Wow. Also, ich fahre echt schlecht gerade. Egal. Nächste Mautstelle ist da vorne. Ich schaffe mal lässig. Dann sind wir ja auch schon fast durch hier. Ja. Na gut, wir haben noch 2 Mautstellen. Fast durch ist etwas übertrieben. Aber bald. Mann, jetzt zieht doch mehr um die Kurve. So, perfekt. Also, das ist echt heftig, wie man diesem Kreiselding fast immer abhängen kann. Ich meine, das passiert mir selbst bei Stufe 4 oder 5, dass ich da in den nicht gesehen Status komme. Weil die da einfach, keine Ahnung, zu dumm sind, weil die dann wahrscheinlich bremsen. Und der Radius bei den Kreisen ist eigentlich doch so gut gehalten, dass ich eigentlich nie vom Gas gehen muss, geschweige denn bremsen. Ach, scheiße, jetzt ist der Bullstopper schon mal weg. Das ist tragisch. Traurig, tragisch, weiß auch immer. Ich hätte andersrum fahren sollen. Sehe ich gerade. Ich dachte erst, die Kurve geht nach rechts, nicht nach links. Obwohl doch nicht. Ist doch kein Unterschied. Das war aber schlecht. Wow. Da habe ich mich gerade richtig zum Affen gemacht. Das Problem war nur, ich konnte jetzt ja nicht zurücksetzen drücken. Wegen der Polizei. Ne? Weil die würde mich dann gebastelt haben und so. Das wollen wir nicht. Aber wir haben trotzdem noch mehr als genug Zeit gehabt. So, jetzt mache ich alles mal ein bisschen besser hin. So, da und da. Und, boah, warte mal. Sorry, ich muss mich noch ein bisschen besser einsetzen hier. So. Jetzt geht's weiter hier mit der Verfolgung. Na, ist jetzt immer noch nicht ganz ideal, aber es geht, es geht. So, den ersten haben wir gerannt.
Ah, ich muss noch mal kurz die